Guten Tag beim neuen Blick ins Labor. Wir beschäftigen uns heute mit dem Tektronix 2465B 400 MHz, ein älteres Oszilloskop aus den 90er Jahren, 80er Jahren vielleicht sogar. Und ich habe das Gerät auf eBay ersteigert. Sehr schön, das Gerät außen wenigstens, innen doch einige Schäden. Ich habe das Gerät komplett restauriert, alle Kapazitäten ersetzt, Leiterbahnen nachgezogen und repariert. Und jetzt geht es darum zu schauen, ob die spezifizierte Frequenzbandbreite von 400 MHz wirklich wieder da steht und auch garantiert wird. Dazu mache ich einen Versuch mit der Amplitude. Ich versuche zu sweepen von 5 MHz bis 400 MHz und versuche dann den minus 3 dB-Punkt festzulegen. Sie sehen bereits jetzt, dass da gesweept wird. Ich habe ein Eingangssignal von 440 mV und die 3 dB minus 3 dB wären etwa mal 0,7. Also irgendwie etwas bei 300 mV. Ich mache das aber ganz anders. Ich habe einen variablen Attenuator, Dämpfungsglied eingeschaltet und mache nun 1, 2, 3 dB Dämpfung. Und die 3 dB Dämpfung schalte ich dann oder führe ich mit dem Cursor nach. Genau, hier. Mal schauen, ob das auch noch bei der tiefsten Frequenz stimmt. Sollte eigentlich. Also, das ist auch rechnerisch ziemlich okay. Noch ein bisschen nachregeln. So. Oben sieht man den Frequenzzähler, der da mitläuft. Damit sieht man immer genau, wo eigentlich der Sweep steht. Jetzt bei 350, 60. Jetzt gehen wir auf die 400 MHz hoch. Und ich kann dann beim 0 noch einmal anfangen hier. Jawohl, 300 mV. Ich gehe wieder zurück. Genau. So. Jetzt haben wir das Ausgangssignal, das wir vorhin hatten. Und wir sweepen jetzt. Und die Bandbreite, die da sichtbar ist, darf nie unter diese zwei Cursorlinien gehen. Somit wäre dann die minus 3 dB Spezifikation von 400 MHz eingehalten. Wir sind jetzt bei 300, also immer noch, sieht ganz gut aus, 320 und so weiter. Jetzt nähern wir uns dieser minus 3 dB Grenze. 380, 400, jawohl. Also stimmt ganz genau. Also praktisch auf das dB, also Komma dB genau, halten wir diese Spezifikation ein von minus 3 dB bei 400 MHz. Das Ganze noch einmal. Die Sweep Time ist 8 Sekunden. Ich habe das mal so auf 8 Sekunden eingestellt, damit man auch das Bild mitverfolgen kann. Ich habe auf 100 Nanosekunden Bandbreite eingestellt, damit man eigentlich eben auch die tiefen Frequenzen sieht und die höheren Frequenzen eigentlich als kompaktes Bild. So kann man, glaube ich, am besten nachverfolgen, was passiert. Jetzt sind wir bei 400. Ich mache jetzt noch Folgendes. Ich gehe noch auf 500 MHz, damit man sieht, ob das auch noch geht. Die Frequenz geht jetzt auf 500 MHz. Und jetzt werden wir sehen, dass wahrscheinlich eben diese Linien deutlich unterschritten werden, somit eben die Spezifikation auch bei 500 MHz nicht mehr eingehalten werden kann. Was nicht heißt, dass man auch Frequenzen über diese Spezifikation anzeigen kann. Hier geht es sogar bis 800 MHz, einfach bei stark reduzierter Amplitude. Bis 400 MHz funktioniert es und jetzt sind wir bei 360, 70, überschreiten die 400 jetzt, jawohl. Und jetzt sieht man, jawohl, die Amplitude geht doch deutlich zurück, aber ja, akzeptabel. Auch bei 500 doch ziemlich stark. Das war's. Das heißt, das Gerät nach der Restauration funktioniert einwandfrei, wenigstens was die Bandbreite betrifft. Herzlichen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald wieder.